Ja, das ist das Video, auf das ich auch in dem Wissensvideo schon hingewiesen habe. Das ganze Wissen und die ganze Theorie, die muss jetzt unbedingt noch gefestigt werden mit Übungsaufgaben. Und hier heißt es jetzt, schreibe die folgenden Betragsfunktionen abschnittsweise als Geradengleichungen. Und hier hast du jetzt Funktionsgleichungen. Gut, okay, hier fehlen jetzt meinetwegen noch die Funktionsbeschreibungen. Aber wenn ich jetzt hier, ich könnte jetzt hier noch hinschreiben, f von x ist gleich das und g von x ist gleich das und h von x ist gleich das. Aber hiermit ist natürlich gemeint, das sollen Funktionen sein. So, und die möchte ich jetzt gerne schreiben als aufgeteilte Betragsfunktionen. So einfach kann ich das nämlich nicht stehen lassen. Das muss jetzt erst noch umgeformt werden, denn ich möchte ja eine Betragsfunktion abbilden können, die ungefähr so aussieht. Na, du siehst jetzt hier, das macht schon Probleme, das sieht schon komisch aus, ne? Das sieht aus wie so eine Pfeilspitze irgendwie. Und die geht normal erst hier so als lineare Funktion los und dreht dann in irgendeinem Punkt und geht dann in eine ganz andere Richtung weiter. Das ist eigentlich nicht richtig definiert. Also das ist nicht wohl definiert rein mathematisch, weil sie eben diesen Knick aufweist. Aber wenn man sie jetzt in Teilintervalle zerlegt, dann darf man das als Funktion so stehen lassen. Und diese Teilintervalle, die gucken wir uns jetzt mal genauer an, wie man das definiert. Wichtig ist, du musst wissen, was ist der charakteristische Wert. Das ist der Punkt, in dem gedreht wird, also in dem x-Wert, in dem sozusagen diese Funktion die Spitze hat. Und das ist hier ganz klar die 2 in diesem Beispiel. So, gut, nehmen wir das mal raus und gucken uns mal an, wie man das macht. Und zwar, hier hast du jetzt nochmal die Unterteilung in die Intervalle. Grundsätzlich ist das hier immer so dieses Standard-Setup. X minus A, als Vorfaktor ist jetzt hier theoretisch eine 1 standardmäßig und hinten ist kein konstantes Glied. Das hätten wir jetzt hier aber bei minus 5 und minus 4. Minus 5 wäre der Vorfaktor und minus 4 das absolute Glied. Hier musst du dir unbedingt merken, schreibst dir irgendwo auf oder ja, vielleicht merkst du es dir auch einfach so, den Vorfaktor und das konstante Glied hier hinten, die werden immer mitgeschleppt. Also die musst du einfach immer noch ergänzen, zusätzlich zu dem, was jetzt hier in der Zeile 2 und Zeile 3 steht. Denn wenn du den kritischen Wert herausgefunden hast, dann musst du zwei Intervalle definieren. Und also hier nämlich x kleiner als der kritische Wert und x größer gleich der kritische Wert. Und für die Teilfunktion, die x kleiner als den kritischen Wert abbildet, muss ein minus 1 als Multiplikation, als Faktor vor die ganze Chose mit davor. Und für das Intervall x größer gleich der kritische Wert, da einfach nur die Betragsstriche weglassen und das so stehen lassen, wie es ist. So, was das konkret bedeutet, zeige ich dir natürlich jetzt auch. Und zwar hier. Die Aufgabe A ist jetzt folgendermaßen gelöst. Der kritische Wert, das ist ja mein A. Und wenn jetzt hier steht x minus A und das ist so das Standard-Setup, dann muss ja hier hinten eine minus 2 mein A sein. Denn wenn a minus 2 ist und ich setze hier für a minus 2 ein, hätte ich x minus minus 2 wäre x plus 2, dann ist das das, was hier oben steht. Also ist a minus 2. Ich hoffe, du weißt genau, was ich jetzt meine. Also es ist so ein Schritt, wo Schüler häufiger Probleme haben. Deswegen hoffe ich, du verstehst, was ich meine. Wenn das hier das Standardmäßige ist und hier oben steht x plus 2, dann kann a ja nur minus 2 sein, denn minus minus 2 ist plus 2 und deswegen ist a minus 2 und du findest jetzt diesen kritischen Wert hier hinten bei den Intervallen wieder. X ist kleiner als minus 2 und x ist größer gleich minus 2. Für das Intervall für x kleiner als minus 2 musst du jetzt hier den Vorfaktor und die Konstante, die schleppst du jetzt hier mit. Probier das hier mal kenntlich zu machen. Also hier ist dein Vorfaktor. Ah, okay. Ich kann es gerade nicht zeichnen, weil jetzt hier gleich noch ein paar andere Sachen kommt. Ich mache es auch gleich nochmal deutlich. Der Vorfaktor ist ja eigentlich minus 5. Und weil hier hinten noch eine minus 1 dazu kommt, also diese minus 1 hier unten, die kommt noch dazu, also ist sozusagen minus 1 mal minus 5 einfach 5 hier. Und hinten das konstante Glied, die minus 4, wird hier mitgeschleppt und taucht dann hier hinten wieder auf. Bei dem anderen, also hier in der zweiten Zeile, also für alles das, was x größer gleich dem kritischen Wert ist, brauchst du einfach nur die Betragsstriche weglassen oder, ich sag's mal anders, aus den Betragsstrichen einfach Klammern machen. Dann hast du hier x plus 2 und einfach das, was davor stand, hiermit ergänzen. Minus 5 und minus 4 hinten als Konstante. Also die zweite Zeile ist etwas einfacher als die erste. So, üben wir das Ganze nochmal mit der zweiten. Hier haben wir jetzt einen kritischen Wert von 7,12, so wie ist schon mal klar. Das heißt, wir haben jetzt gleich Teilintervalle für x kleiner als 7,12 und x größer gleich 7,12. Für
das obere, also x kleiner als 7,12, müssen wir noch ein minus 1 hier mit davor packen. So, das Ganze sieht dann also so aus. Hier Intervall x kleiner als 7,12 und ein minus 1 hier vor das Ganze geschoben, packt hier also quasi ein Minus zu dem 12,5. Also minus 12,5 und dann aus den Betragsstrichen Klammern gemacht und hinten noch das konstante Glied plus 17 addiert. So, und für den Bereich x größer gleich 7,12 machst du einfach nur aus den Betragsstrichen Klammern und das war's schon, den Rest schreibst du ab. Ganz, ganz einfach eigentlich. So, und dann noch das letzte, 17 minus x, ja, das ist gemein, weil das hier andersrum dargestellt ist. Hier musst du erkennen, dass das a hier die minus 17 ist. Also 17 minus x umgestellt ist ja minus x plus 17 mal minus 1 gerechnet wäre x minus 17 oder beziehungsweise x plus 17 und dann hast du hier insgesamt eine minus 17 als Wert. Das müsste man jetzt hier erkennen, wäre auf jeden Fall gemein, wenn das hier gestellt wird in der Klausur, aber ich wollte es dir hier nur nochmal zeigen. Wenn du so eine Konstellation hast, ist das immer der negative Wert, der dann hier vorne steht. Also minus x plus 17, wenn man es dann mit minus 1 multipliziert, hätte man am Ende eine minus 17 und das wäre dann hier eben der Wert, den man hier verwendet, also der kritische Wert. So, dann hat man wieder zwei Intervalle, einmal x kleiner als minus 17 und x größer gleich minus 17 und hier wieder hat man den Faktor minus 2,2. Wenn ich sozusagen mir den Bereich x kleiner als minus 17 angucke, muss hier diese minus 1 noch dazu, die wir hier schon kennen. Damit wird aus minus 2,2 eine 2,2, die du dann hier wieder findest, hier unten bei dem c, also bei Aufgabe c. Und hinten die minus 2,7 als Konstante wird übertragen und aus den Betragsstrichen werden runde Klammern gemacht. Die zweite Zeile für x größer gleich minus 17 ist es noch einfacher, das siehst du hier unten. Da ist es noch viel einfacher, da musst du einfach wirklich nur dieses ganze Ding hier nehmen und aus den Betragsstrichen hier so Klammern machen und da unten eben hier abschreiben. Das war's schon. So, das sollen jetzt hier nochmal Übungen sein. Guck dir das ganz genau an, probier das auch mal bitte zu zeichnen, damit du das wirklich intensiv lernst. Und klar, dahinter kann dann noch so eine Konstante kommen. Die ist jetzt hier in diesem allgemeinen Fall nicht gegeben. Und das ist sozusagen der Bereich für x kleiner als a. Und jetzt müssen wir das geschickt einsetzen. Wenn man hier eine Steigung laut Aufgabe von plus 5 links von diesem Punkt hat, also vor diesem Punkt, also hier, da eine Steigung von plus 5 ist,